Und damit herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir stehen hier in, wo sind wir in Nummer? In Manchester? Nee, gar nicht. In London. Nee, auch nicht. In Cambridge. Hallo Tobi, ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Wir sind in Cambridge und haben uns einen Auftrag gesucht. Der führt uns nach Karlskrona. Und den holen wir jetzt mal ab. Es geht um eine Industriekabeltrommel, wie wir sie eigentlich schon aus dem ATS kennen, aber auf einem anderen Auflieger. Tobi, sag mal, wie geht's dir denn, mein Guter? Ach du Schande, ich hab's vergessen. Wir sind hier in fucking England. Ach, scheiß die Wand an. Ja, auch, ihr seht auch, Profis wie ich können sich mal vertun. Wie er nicht mal ein Radio anhat. Ey. YouTube, Musik und so weiter, GEMA, bla bla blub. Ihr wisst Bescheid. Ich war am Überlegen, ob ich mir irgendwie meine YouTube-Musik anmache, die ich mal vor Ewigkeiten hatte. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Dir geht's K.O. Das freut mich doch immer. So, schauen wir uns das mal von außen an. Ja, wunderbar. Machen wir den Krempel hier mal an. Ja, kein Radio, aber. Nee. So. Schicken wenigstens Snickers, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ich habe nämlich gerade irgendwie Hunger. So, war schon so lange keine Schwerfracht in diesem Ausmaß mehr gefahren mit diesen lenkbaren Aufliegern. Ja, jetzt schickt er mich da lang. Was ist das denn jetzt für ein Witz? Morgen Abend Overwatch. Gerne, warum nicht? Ich werde morgen früh auf alle Fälle noch spielen und zwar Ranked. Und wenn morgens die Matches besser sind, könnt ihr mal selbst ausprobieren. Also nach 18 Uhr könnt ihr den Ranked-Modus eigentlich in die Tonne treten. Leider. Also. Morgen Abend? Gerne. Hab ich Bock drauf, ja. So. Moment, hier waren doch irgendwo Blitzer. Kann das sein? Ja, kann sein. Setzen wir uns mal auf 48 km/h fest. Schalten wir einen hoch. Da ist der Arsch. Der Arschblitzer. Und der blitzt ja wirklich meinen Arsch, weil der blitzt von hinten. Also trifft das Wort Arschblitzer hier noch besser zu. Wobei man unter Arschblitzer auch was anderes verstehen könnte, aber das lassen wir jetzt mal hier an dieser Stelle heraus. Ist, ja. Ich darf Gas geben.
Gas hilft. Hat man auch schon 1945 gesagt. Unfassbar böse. Uiuiui. Das ist schon. Das ist schon rassistisch. Ich ferkel. Ja, Tobi, ich weiß. Aber der musste sein an dieser Stelle. Aber warum nennst du mich denn ein Ferkel? Du hast doch jeden Tag damit zu tun. Oder etwa nicht? Was bist denn du jetzt hier für ein Wichser? Was fährst denn du jetzt hier einfach rechts an mir vorbei? Soll ich dich über den Haufen fahren oder was? Ja, erstmal melden hier. Oh, ganz böse, ganz, ganz böse. Vorsicht, Leitplanke. Würdest du bitte fahren? Ihr seid Vollidioten, die kein Auto fahren können. Das ist los. Himmel, Arsch und noch was. Wir wissen natürlich alle, dass das alles gemeint war. Ja, da darfst du mich, du darfst mich auch auf YouPorn melden. Ja. Du hast mich erwischt. Ich stehe jetzt in einem ganz schlechten Licht hier. Ach du Scheiße. Dabei dachte ich, wir sind hier in einer seriösen Welt, aber es muss ja jeder sein Geld verdienen. Ich zum Beispiel arbeite hier als LKW-Fahrer, ja. Es ist ein harter Job, ein harter, aber ehrlicher Job. Der leider viel zu sehr in Verruf geraten ist. Du bist kurz AFK, bring mir was mit. Oder bring uns was mit. Vielleicht ein Witz oder sowas. Bis gleich. Jetzt schickt er mich schon wieder rüber. Würdest du da bitte wegfahren? Danke. Uah. Schnell weg. Ich bin jetzt wieder was Verbotenes, ich bin jetzt wieder am Handy. Uiuiui. Oh. Blitzer, also Vorsicht, Baustelle. Macht da langsam. Jetzt ist es mir egal.
Die gute Kabeltrommel wiegt übrigens, sage und schreibe, schlappe 34 Tonnen. Hat diese Größe. Auf vier Achsen, das ist das, was wir noch auf der Sattelplatte als Stützlast zugelassen können. Deswegen fahre ich einen Dreiachser. Weil der Dreiachser hat auch systemlogischerweise mehr Stützlast. Also kann mehr Stützlast auf der Sattelplatte vertragen. Ich denke, mit gesundem Menschenverstand und ein wenig Technik, Aversie sollte das kein Wunder sein. Sind wir doch mal ehrlich. Ich fange gerade irgendwie an, mein Mikrofon zu essen. Heiligsblechlich, hier geht es ja ab. Das ist ja schrecklich. Nee. Er fährt ja so raus. Es reicht ihm ja. Offensichtlich. Hauen wir mal alle möglichen Sorten von Bremsen rein, die es gibt. Unser Gespann hier bergab wieder auf die rechte Geschwindigkeit zurück zu erden. Oh, das war der falsche. Ich wollte eigentlich auf Ö drücken. Für den Retarder. Bremst doch nicht, fahr doch weiter, bitte. Ich bitte dich höflichst, höflichst und maximal freundlich darum, einfach deine Geschwindigkeit zu halten. Was hältst du davon? Ja, nichts, ich weiß. Weil du mir auf die Nerven gehen willst. Mal bitte jemand den Abstandstempomaten aus dem Mercedes bitte hier modden,
dass der funktioniert, das wäre ziemlich cool. So, dreispurig noch besser. WB Tobi, du hast Emo-Cracker. Oh. Schon wieder was Essbares. Kannst froh sein, dass Stefan noch nicht da ist. Der würde dir jetzt alles wegfuttern wollen. Und ich komme ja leider nicht dran. Also, dein Essen ist in Sicherheit. Aber lasse dir schmecken, die Cracker. Aber krümmel nicht alles voll. Sonst darf ich wieder aufräumen. Die guten von Ritz. Ja. Ja, ist ja egal, solange sie schmecken und nicht zu viel krümeln, gerne. Nee, noch nicht. Doch jetzt. Erstmal schön mit einem Kickdown hier am Berg überholen. Jawohl. Seht ihr, so muss das. Törster, Tobi krümmelt auf den Beifahrersitz. Ich wusste es. Ich wusste, dass das kam mir beim letzten Mal schon komisch vor. Die Leute haben echt keinen Respekt. Moment mal kurz hier. Nein, verdammt. Ich habe meinen Staubsauger vergessen. Jetzt kann ich hier nicht mal sauber machen.
Oder? Schauen wir mal. Wo sind die? Ist die hier? Nee. Die war auch kaputt. Die Druckluftpistole zum Ausblasen ist auch kaputt. Noch besser. Ja, toll. Jetzt haben wir die Krümel. Also wenn ihr Leute bei euch im LKW mitnehmt, dann dann müsst ihr vorsichtig sein. Gebt denen keine Cracker oder sowas. Du hast ja, Tobi krümelt weiter. Ja, danke. Na egal, jetzt ist er ja eh schon. Also macht das bisschen mehr oder weniger da jetzt auch nichts mehr. Super. Wirft aus Versehen. Ja, wohin wirfst du denn? Wirfst du etwa auf mich oder was? Du böser, böser Puppel, du böser, 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 böser Puppel, böser Puppel. Schäm dich. Du machst hier das Eigentum und Interieur und den Wohnbereich anderer Menschen unordentlich. Aber Moment, ist das nicht das Funktionsprinzip einer Party? Aus Versehen seine Coke um. Ich sag's mal so. Wir wissen ja, wo du wohnst. Ich schicke dir dann die Kosten für die Reinigung. Die Rechnung für die Reinigung. Kappa. Aber wirf deine Coke nicht zu weit, ja? Fahr bei dir. Fahr bei mir vorbei. Ja, werde ich tun. Hier ist noch so eine Arschlochblitzer. Oh, das, boah. Aber ich fahre in eine ganz andere Richtung. Es ist jetzt im Moment schlecht. Oder ich schaue bei deinem Zweitwohnsitz in Schweden vorbei. Wie wäre denn das? Diese Auflieger folgen so spurtreu, das ist echt super. Das, 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 das. Und einmal nach Esbjerg rüber schippern.
Liegt an deiner Fahrweise, dass ich klecker. Mag sein. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Haben wir hier eigentlich Liftachsen? Also reine Interessensfrage. Nö. Gar nichts. Knapp, knapp. Aber diese Federung, ach herrlich. Aber ich sag's mal so, bevor du dich über meine Fahrweise beschwerst, spiel's erst mal selbst. Achso, ne, ich fahre ja nur nach Karlskrona. Ja gut. Von daher. Also für alle, die skeptisch sind, ob sie sich dieses Spiel holen sollen oder nicht, ich kann es nur empfehlen. Es ist einfach klasse. Also, wenn ihr eine realistische Simulation wollt, dann besorgt euch den ETS 2, weil das ist eins der besten Spiele, die ich kenne. Und ich spiele dieses Spiel schon, wenn ich spiele dieses Spiel schon so lange, da, also man lernt mit der Zeit die Tricks und Kniffe und für alle an das Spiel versierten. Es gibt auch Crossover-Skins für die LKWs. Man muss nur danach suchen. Es hat eine riesige Fangemeinde. Es kommen ständig neue Inhalte. Also insoweit absolut kein Problem. Bürgersteig. Nein. Verkehrsschild. Juhu. Da hängt's schief. Aber ist nichts passiert. Ich glaube, jetzt habe ich ihn vergrault. Ich habe zu viel Schlechtes über ihn gesagt. Ich fahre ihm so schlecht, dass er jetzt kotzen muss. Das kann auch sein. Dann wäre ich sogar fast stolz drauf.
aber vielleicht haben wir ja außer ihm noch ein paar andere wackere Mitfahrer, die sich trauen zu mir ins Führerhaus. Aber jetzt mal ehrlich, mein Fahrstil ist doch gar nicht so scheiße. Dafür, dass ich mit Tastatur fahre. Ich bemühe mich ja so, die Lenkbewegungen so klein wie möglich zu halten. Also mehr Mühe kann man sich ja nicht geben. Ich meine, mit Lenkrad sauber fahren kann fast jeder. Aber mit Tastatur sauber fahren ist nochmal eine Sache für sich. Schreibt eure Meinung dazu mal in den Chat oder in die Kommentare. Wie auch immer. Nee, komm. Nee, komm. Aua. Okay, das als jetzt Paradebeispiel zu nehmen, ist halt wirklich Kacke. Jetzt habe ich auch meine Ladung kaputt gefahren. Juhu. Das war dumm. Das hätte ich nicht machen sollen. Also, bis jetzt ist schon so einiges schief gelaufen. Erst baue ich in England einen Unfall, dann krümeln mir hier Zuschauer mein Fahrerhaus voll. Jetzt fahre ich meine Ladung zu Schrott. Was kommt als nächstes? Verfahren, wahrscheinlich. Aber das, denke ich, kann man ausschließen. Hoffe ich. Habt ihr aber gesehen beim ATS vorgestern. Und wer das Video noch nicht gesehen hat, der schaut sich's unbedingt an. Und für alle die, die mal wirklich bei mir im Fahrerhaus dabei sein wollen, also quasi auch reden können beim Kleckern oder Krümeln, dann schaut mal in die Beschreibung. Dort ist der Link zu meinem Discord-Server. Dort könnt ihr gerne drauf joinen und dann könnt ihr auch mit mir quatschen und seid dann per Stimme dabei. Stefan, hey ho zusammen, ich grüße dich. Es freut mich, dass du da bist. Wir haben schon vorhin von dir geredet. Ich glaube, Tobi ist jetzt gerade, also Tobi ist verschwunden, er ist inexistent geworden. Ich glaube, ich habe ihn vergrault. Oder andererseits, er hat vorhin mein Fahrerhaus vollgekrümelt mit seinen komischen Kreckern und macht sich jetzt aus dem Staub, damit er die Reinigung nicht bezahlen muss. Das ist bis jetzt passiert. Wie geht's dir denn, mein Guter? Du bist am Leichen aussaugen. Okay. Was spielst du denn Schönes? Weil Leute aussaugen, hätte ich jetzt gesagt Overwatch mit Moira, aber Leichen aussaugen klingt ja irgendwie ein bisschen anders. Es klingt so ein bisschen nach Outlast. Was müsste ich theoretisch mal weiterspielen? Immer noch krank, aber sonst ganz okay. Das freut mich doch. Krank sein ist ja ganz normal, es gehört ja zum Leben dazu. Es trifft ja jeden mal. Ich bin bis jetzt glücklicherweise verschont geblieben. Du holst die Quellessenz aus denen raus, okay.
Das klingt ja interessant. Rohstoffabbau, mehr oder weniger. Menschliche Energie. Vorsicht, es könnte deep werden ab jetzt. Wenn ich noch so mehr Quatsch laber, wie bis jetzt, dann ja. Würdest du bitte, bitte etwas schneller fahren, danke. Schalten wir mal einen runter. Lassen wir mal kurz rollen. Fahren rüber. Schalten noch mal einen runter. Das machst du nur bis zu einem gewissen Maß mit. Und da kommt eine Mautstation. Ja, fresse, ich bin zu schnell, ich weiß. Heute ist Tag des Geldausgebens, juhu. So einen hatten wir schon lange nicht mehr. Aber wir kriegen ja das Geld dafür, 64.000. Wahrscheinlich relativ gut, noch relativ gut bezahlt. 64.000. Ich muss mehr von diesem Schwergut fahren. Das bringt Geld. Das wird ja auch zu meinem zukünftigen Berufswunsch passen. Ich will ja irgendwas in der Schwertransportbranche mal machen, weil es mich eben interessiert. Jetzt gleich kommt die Grenze. Die wir dank dem Schengen-Abkommen ungehindert passieren können. Nein, nicht ganz ungehindert. Am Ende dieser Grenzbrücke ist eine verdammte Mautstation. Also. Was bist denn du für ein Penner, ey? Dir geht's ja wohl sonst zu gut.
dreifach rund gewaschenes Stück Scheiße. Jetzt krebs ich mich hier hoch, hier, ey. Ich könnte kotzen. Aber es schaut nice aus. Nur 72 Tacken. Geil. Ja, jetzt fahren wir gleich nur noch Landstraße. Zu 90%. Und es wird immer mehr Tag, das heißt, wir müssen uns beeilen, dass nicht so viel Verkehr ist. Warum habe ich eben gebremst? Na, habt ihr das Auto im Spiegel gesehen, die Polizei? Die hätte eigentlich sehen müssen, dass ich da ein bisschen weiter einschere, mehr Platz brauche. Und weil ich nicht noch einen Crash riskieren wollte, habe ich jetzt einfach mal gebremst. Okay, die Ampel ist grün. Sehr gut. Es läuft ja mal fast irgendwas nach Plan. Das ist ja unfassbar. Mich freut's. Ich finde es gut.
Aber Stefan, du hast uns jetzt immer noch nicht verraten, um welches Spiel es sich bei deinem Leichenaussaugen handelt. Ich kann auch gerade nicht gucken. Divinity Original Sin 2. Ah ja. Also wenn ihr auch Interesse habt am Leichenaussaugen, dann schaut euch dieses Spiel an. Das scheint wohl sehr interessant zu sein. Was ist denn mit euch? Ah, der fährt in die Tanke. Noch besser. Nein, danke, erinnert mich dran. Hier ist dieser noch so ein beknackter Blitzer. Und da will ich abbiegen, noch besser. Dann kann ich dem Blitzer gar nicht zu schnell sein. Da ist das Warnschild. Und da ist der Blitzer. Dieses hässliche Gerät. Das können wir jetzt mal als Außenfahrszene gerade machen. Wenn ich mir die Lenkachsen zeigen möchte. Schön rum. So super gemacht.
Knapp eine Stunde, dann sind wir am Ziel. Und ich denke, dann war es das auch von mir für heute. Wenn wir da sind. Allzu lange wollte ich heute nicht. War ja am Freitag lang genug. Da sind jetzt zwei Videos draus geworden, die auch beide echt sehr pikant sind. Da haben wir dem Winterdienst nämlich mal gezeigt, wie Salzen funktioniert. Schaut euch die Videos auf alle Fälle an. Einmal Overwatch und einmal American Truck Simulator. Und ja. Sehr nervenaufreibend war das. Das war fast schon ein Krimi und sehr viel Gefluche. Sehr viel Gefluche. Ob ich noch Lust habe, nachher noch was zu machen. Worauf hättest du denn Lust, Stefan? Für meine käuflichen Dienste ist es noch zu früh, Kappa. Noch zu früh, auch schade. Ja, mal sehen, kommt drauf an, was du mit nachher meinst, Kappa. So. Geil gerettet. Aber klar, ich hab. Eigentlich hatte ich, ja, ich hätte noch Lust, was zu tun. ManuXD, ich lasse die Zahlen mal weg. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass du da, dass du reinschaust. Wie geht es dir denn? Wir machen uns ja hier immer. Wir kümmern uns ja hier immer um die Beschaffenheit, wollte ich schon sagen, um den Gemütszustand unserer Zuschauer. Hallo. Oh, jetzt fahren wir mal hier in der Ecke, wo ich noch nie war, von Karlskrona. Sag Manu, ist einfacher, alles klar. Dir geht's gut? Das freut mich doch. Und mir geht's auch. Jetzt wieder super. Ich hatte heute Morgen schlechte Laune. Aber jetzt ist es wieder super. So. Dann basteln wir den Kerl hier mal rein. Ich würde sagen, da müssten wir glatt noch eine Tour fahren. Hier. Ist ja super. Habe ich hier Platz? Nein, natürlich nicht. Aber den Quatsch hier erstmal aus. Aber jetzt könnten wir uns. Was ist heute Morgen passiert? Bei uns im Haus war so ein bisschen Rubeltrubel, Nichtheiterkeit angesagt und das war halt ziemlich kacke. Und Manu, danke für dein Follow. Das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt muss ich mal gerade. Unreal Tournament, oh ja. Das müssten wir wirklich nochmal spielen.
Da hätte ich auch nochmal Bock drauf. So, jetzt sehe ich meine Abladebox. Aber schaffen wir es da rein? Ist die Frage. Wie viel Platz habe ich da? Nicht so arg viel. Sehe ich in meinem unteren Spiegel was? Nicht wirklich. Das Problem ist, der Auflieger ist gelenkt, das heißt, das tut dem Rückwärtsfahr. Den Modus mit den Endloswellen. In Unreal Tournament oder in Divinity Original? Weil von Endloswellen habe ich in Unreal Tournament jetzt noch nichts gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Treffen wir dich oder treffen wir dich? In Unreal Tournament, krass. Ups. Steigen wir mal kurz aus und gucken mal nach. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie, dass das hier gerade scheiße war. Geil. Ja. Noch ein Versuch. Stopp. Jetzt mache ich mir das hier zu nutzen, dass die Aufliegerachsen gelenkt sind. Nämlich im Sinne von. Wir fahren nochmal gegen den Auflieger. Geil. Ladung ist ja eh schon kaputt. Also was das betrifft. Kommen durchgehend Bots, die eine Flagge zu einem Punkt bringen. Man muss sie aufhalten. Gibt da noch spezielle Fähigkeiten? Es werden immer mehr und stärkere Bots. Interessant. Ah, jetzt sehe ich's. Ah. Jetzt ziehen wir mal auf die andere Seite. Es ist echt nicht einfach, so einen Auflieger hier rückwärts einzuparken, ey. Das ist echt deftig heftig. Haben wir auch noch zu wenig Luft, super. Was? Drei Errungenschaftsfortschritte? Waren wir gleich. Ich dachte, die hätte ich schon gehabt. Was war es denn hier? Ne, das hatte ich schon. Ah, okay. Das war die. Der Erfolg auf das Heavy Cargo Pack bezogen. Verstehe. Sehr geil. 114 Euro Abzug, bitte. Gut.
dann ist denn hier, ja, hier. Das Werkstatt. Fahren wir doch da mal hin. Wir haben immer noch zu wenig Luft. Hecke. So. Oh, da wäre eine Tankstelle gewesen. Ich wollte eigentlich tanken. Ja, mein Gott. Gibt's Schlimmeres. Wie zum Beispiel geblitzt werden, ja. Heute ist wirklich Tag des Geldausgebens. Das ist, heftig, heftig. So. Einmal hier hin und einmal den Unfallschaden reparieren. Das kostet wieder. Lecko fett. Und einmal pennen. Stopp. Oh. Eine Stunde drei. Ne, eine Stunde fünf sind es jetzt. So, wir speichern mal. Wir sind in Karlskrona. In Schweden. Und suchen einen Auftrag für noch eine Tour. Vielleicht jetzt eine etwas kürzere Runde. Ach ja, klar. Warum kriege ich für Stettin so viel und für Lublin so wenig? Wir vielleicht noch Schwergut, dann kann ich meine Schwergutreihe fortsetzen. Nö. Natürlich nicht. Geil. Gucken wir mal, was wir hier so haben und wie das bezahlt wird. Nee, ist soweit. Oder gehen wir mal zum Frachtmarkt zurück.
Dafür haben wir einen Tag Zeit. Es wäre eine Rücktour mehr oder weniger. Ist auch doof. Aber die ist so lang und so schlecht bezahlt dafür. Oh. Dann fahren wir halt Autos. Noch eine kleine Runde als Rausschmeißer. Wie ist wieder genug Luft? Ja. Sag mal, Manu, weil es mich interessiert. Wie bist denn du auf mich gestoßen? Das sind so Fragen, die ich immer gerne stelle, wenn so zufällig Leute hier vorbeikommen. Das interessiert mich immer. Damit ich weiß, wo ich tatsächlich irgendwie erscheine. So, jetzt fahren wir tanken. Das ist so eine Kacktankstelle. Was, das Ding macht einen Schatten? Oder sind das die scheiß Flaggen? Das sind die scheiß Flaggen, okay. Ich dachte gerade schon. So, dann setzen wir den Zähler mal zurück. 1394 Kilometer. Bis jetzt. Wir danken für 1,44 der Liter. Wird wieder eine teure Runde hier. ...938, ja gut. So. Schnell vorm Kollegen. Dadurch, dass bei mir ETS nicht geht, habe ich nach deutschen ETS-Streams geschaut. Und ja, habe mir da mal so deinen Kanal angeschaut. Der hat mir gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, bleibe ich hier. Ja, cool. Interessant. Danke dafür auf jeden Fall. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und du verstärkst unser Team. Und das finde ich super. Gibt's Gründe, warum ETS bei dir nicht funktioniert? Also hat es mal funktioniert oder sind es... Ja, super, zu weit. Oder sind es hardware-technische Probleme, die ETS bei dir nicht funktionieren lassen? Weil Probleme sind ja dafür da, um sie zu lösen. Autos. Aufpassen, dass wir hier nicht am Tor hängen bleiben. Das wäre jetzt doof. So.
Ah, dein PC braucht einen neuen Lüfter. Er kommt am Dienstag erst. Ah ja, okay. Ja gut, bis Dienstag, das ja, sind noch 2 Tage. Es gibt Schlimmeres. Aber die 2 Tage, die schaffst du auch noch, da bin ich zuversichtlich. Das ist ja bis jetzt ausgehalten. Ich kann's nachvollziehen, dass es scheiße ist, wenn man nicht spielen kann. Nee, ich überhole euch jetzt nicht. Doch, mache ich. Weil ihr schnarcht mir hier eindeutig zu stark rum. Wisst ihr, es ist vorgestern passiert. Ja. Ja, die Lüfter, die sind immer so, immer so eine Sache. Weil ohne Lüfter wird es dem Rechner relativ schnell zu warm. Und ich sehe nichts, weil da diese Kacksonne hier im Weg hängt. Nee. Die Einfahrt ist da. Nee. Hier, da. Das. Super Fail 1995 TV. Hi. Hi auch von meiner Seite aus zurück. Ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir denn an diesem noch Sonntagabend? So, das haben wir und das haben wir raus. Dann fahren wir doch. Herzlichst willkommen in Polen. Der FH-16 Actros. Wenn du den MP4 Actros meinst, ja. Also in Bezug auf die Aussage würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Er schaut so von außen aus. Oh, hatte nur Standlicht an. Gut, dass wir von außen schauen. Ich danke dir schon mal dafür, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das ist ein Mercedes-Benz Actros MP4 mit 625 PS und einem 6x4 Fahrwerk. Mit der Streamspace-Kabine. Super Fail, danke für dein Follow. Das begrüße ich doch sehr. Sehr freundlich auf alle Fälle. Das weiß ich, auch das weiß ich zu schätzen. Uiuiuiui. Stopp. Bleib bloß stehen. Ich steig aus und polier dir dein Fressbrett. Spiele ich auch Multiplayer? Nee, Multiplayer spiele ich tatsächlich nicht. Und zwar hat das einige Gründe. Auch technische Gründe tatsächlich. Weil ich habe mal Multiplayer gespielt und damit habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. Das sah dann am Ende bei mir nämlich so aus, dass ich
am Ende nach der Multiplayer-Zeit mein Profil fast wegwerfen konnte. Ich konnte es noch auf hachelwürdigste Weise konnte ich es noch retten. Weil der Multiplayer hat nämlich bei mir irgendwas kaputt gemacht. Und zwar hat er dafür gesorgt, dass ich Fähren und Züge nicht mehr benutzen konnte. Das heißt, ich war auf dem Platz, wo ich gerade war, war ich quasi eingeschlossen, konnte da nicht mehr weg. Und konnte meinen LKW nicht reparieren, konnte nicht feste Speicherpunkte setzen. Aber der größte Manko war halt wirklich, dass ich eben keine Fähren und so weiter benutzen konnte. Das hat mich halt richtig genervt, weil das ist doof. Und dann habe ich den Client deinst dann hatte ich den Client danach deinstalliert und dann konnte ich immer noch keine Fähren benutzen. Und dann habe ich mein Profil mal auf den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt, wo ich war. Und deswegen, weil ich das nicht nochmal erfahren möchte, spiele ich kein Multiplayer. Wobei es mich ehrlich gesagt nicht stört, weil ich genug andere Multiplayer-Spiele habe. Wir haben ja hier noch Landwirtschaftssimulator 17 zum Beispiel. Wir haben hier Spin Tires theoretisch. Wir haben Overwatch. Wir haben Unreal Tournament. Was haben wir denn noch so? Also was Multiplayer-fähig ist. Das dürften die Multiplayer-Games momentan gewesen sein. Hups. Gegen mein Mikrofonarm dran geschlagen. Der hängt hier so direkt vor mir rum. Als hätte er nichts zu tun. Ist das ein Schnell-Weg-Symbol? Diese, was ist denn das? Ich kann's hier im Chatbot so schlecht lesen, so schlecht sehen, was es sein soll. Superfail, danke für deinen Host. Wenn ich mal so fragen darf, wo kommst denn du her? Ich bin aus dem Saarland. Aus dem schönsten Bundesland der Welt, wie manche Leute sagen. Und auch diese Leute, muss ich mal an dieser Stelle wirklich appreciaten, diese Leute, die machen es richtig. Die schauen nämlich in die Twitch-Beschreibung, stellen fest, wenn Fragen sind, fragt einfach, weil es gibt keine doofen Fragen. Wobei das auch eine der Fragen ist, die ich unten schon beantwortet habe. Also, aber jetzt kein Vorwurf. Ich bin aus dem Saarland. Ich bemühe mich aber, soweit wie es geht, Hochdeutsch zu sprechen und meinen Dialekt ein wenig zu verbergen. Du bist Pfälzer. Ach Gott, ein Pfälzer. Die ist immer aber die liebste. Genauso wie die scheiß Blitzer da. Oh, leck. Da könnte ich ja fast ausflippen. Aber hier geht's aber los. Was ist denn da jetzt mit der Kacksonne? Da sehe ich ja gar nichts mehr. Hast du Sonneblend an deinem LKW? Was ist? Bringt nix. So ein Kack. Versuch's. Okay. Wieso sind jetzt hier 50, Alter? Du traust dich was, also Respekt an dich. Also Superfail ist Pfälzer, Manu ist Bayer, Stefan ist auch Bayer. Da haben sich ja zwei gefunden, wunderbar. Ich würde sagen, Manu und Stefan tun sich zusammen und Superfail und ich tun uns zusammen. Was ist jetzt mit dir? Warum fährst du jetzt hier raus? Wer hat dich hier rausgelassen? Ich definitiv nicht. Ah.
Herr Kollege, würden Sie bitte schneller fahren? Sie haben mich doch gesehen kommen. Warum fahren Sie dann überhaupt raus? Jetzt bremst er auch noch. Aber hier diese ultra unnötige Baustelle ist. Oh. Mit fucking 30. Der greift nicht mal meinen Tempomat. Der fängt nämlich, glaube ich, erst bei 30 oder 35 an. Weil wir fahren ja hier so langsam. Bei 30 greift, okay. Ein Flussbach. Nee, gar nicht. Doch. Hä? Was? Habt ihr das gerade gesehen? Rechts der Straßenbrücke so ein kleiner Flussbach und links irgendwie so ein Kanal. Hashtag ist realistisch. Würde ich sagen. Was man so auf die Schnelle gesehen hat. Warum nicht? Oh Leute. Was ist denn da los, ey? Ist da irgendwas kaputt? Ja genau, Hashtag real. Was ist denn hier los? Die bremsen hier einfach fast bis zum Stillstand runter und fahren dann wieder weiter. Da ist kilometerweit nichts, ich seh's doch. Sind das Fahranfänger? Haben die ihre Brille nicht auf? Sind die zu blöd zum LKW fahren? Wollen die mich nur ärgern? Wahrscheinlich alles. Alles zusammen. Das wäre dann fünftens. Es sind diese Stellen, wo ich mir manchmal denke, so, der KI-Verkehr, wer ist dafür verantwortlich? Soll der KI-Verkehr realistisch sein? Oder ist der KI-Verkehr einfach nur scheiße? Weil mittlerweile bin ich nämlich an dem Punkt, wo ich erstmal was zu essen machen, ja, absolut. Dann lass es dir schmecken. Auf alle Fälle. Was gibt's denn Leckeres bei dir? Jetzt fährt er da auch noch langsamer. Unfassbar. Machst dir auch gerade. Manu, machst dir auch gerade was zu essen. Ja, wunderbar hier. Ja, ich hab gegessen vorhin und am Anfang hat auch jemand bei mir im LKW gegessen. Der hat sich jetzt mittlerweile verkrümelt, wortwörtlich. Der hat hier Cracker gefuttert. Also hier sieht's aus, ey, das ist echt. Also ich weiß nicht, ob ihr hier die Krümel sehen könnt auf dem Sitz da, aber hat beinahe noch seine Cola verschüttet. Oh. Und sagt dann, ich würde schlecht fahren. Und das wäre der Grund, warum er kleckert. Klar. Das kennen wir doch alle. Aber ich selbst bin mit Essen versorgt.
Was ist denn? Hier sind nur 50 und es kommt die Polizei entgegen. Da muss man doch nicht 50 fahren. Da kann man auch langsamer fahren, richtig. Alter. Was ist denn hier los? Ihr seid ja... Ihr wirst ja verrückt. Ich darf übrigens an dieser Stelle auch wieder sehr herzlich auf sämtliche Beschreibungen verweisen. Da sind alle Links drin zu meinem YouTube-Kanal zum Beispiel, genauso wie zu meinem Discord-Server. Dort könnt ihr drauf joinen und mit uns in Kontakt bleiben. Zum engeren Teil des Teams gehören. Wir freuen uns immer auf neue Leute. Und, schaut gerne mal vorbei. Kostet nichts, kann ich nur empfehlen. Es haben schon viele gemacht und noch keiner hat diese Entscheidung bereut. So. Und jetzt aber. Discord bin ich ja drauf. Ja, das habe ich gesehen. Ich muss es trotzdem nur an manchen Stellen immer wieder betonen. Ja, was heißt, ich muss? Es ist mir ein Anliegen. So, das reicht ihm schon. Also, absatteln und Kohle einstecken. Die 17.000. Ja, 18.000, ja, mein Gott. 4 Euro. Please. Verdammte 4 Euro. Gibt's so nicht. So, haben wir noch eine? Schauen wir mal. Was sagt die Fahrzeit? 7 Stunden. Natürlich haben wir da noch was. Hoffe ich. Ja, geil, Rücktour, klar, nee. Das sind keine 7 Stunden, das auch nicht, das auch nicht. Düsseldorf sind auch keine 7. Nee, nee, nee. Jetzt kommt ihr hier mit Schwerfrachten um die Ecke, klar. Dafür habe ich nicht den richtigen LKW hier. Der steht in Köln. Das wäre noch einer, den wir fahren könnten. Ist aber eine kurze Strecke, eine kurze Schwerfrachtstrecke. Vielleicht erstmal so 20 Tonnen. Das kriegen wir auch damit gezogen. Den machen wir jetzt einfach mal. Tanks werden dann aufgefüllt und Fahrzeiten zurückgesetzt, ja. Schauen wir doch mal. Hoppla. Was steht denn hier im Fenster drin, um das Auftragsangebot einzusehen? Wollen wir die Rundumleuchten jetzt schon mal an? Mit Rosinenzopf und Nutella wieder da und O-Saft. Dann auf jeden Fall schon mal WB. Und das klingt nach Frühstück.
Und in Anbetracht der Uhrzeit ist es ja mehr oder weniger Frühstück. Auftrag annehmen. Die Tanks wurden aufgefüllt und Fahrzeiten wiederhergestellt. Ja, nice. Lassen wir auch diesen LKW mal wunderschön in Szene setzen. Von den Spielmachern. Und Manu hat jetzt Döner am Start. Dann haut mal rein, ihr beiden. Was? Ja, kennen wir. Weiß ich doch. So. Handbremse raus. Und. Ach, wir haben jetzt diese Kack-Spezial, diese Kack-Begleitfahrzeuge wieder am Start. Das kann ich ja gar nicht selbst fahren. Egal. Sehen wir mal drüber hinweg. Und schauen wir lieber auf die Aufliegerfederung. Und kümmern uns mal darum, dass wir hier um die Kurve kommen. Auf gelenkte Achsen, sage ich dann. Ist das geil. Vorsicht. Auf rote Ampeln dürfen wir hier drauf scheißen. Und maximal 60 fahren. Juhu. Da ist die Polizei am Start. Wo habe ich mein Licht an? Das ist unnötig. Es ist schön zu sehen, wie die rüberfahren und den gegnerischen Verkehr. Diese Formulierung sollte in die Sprüchesammlung auf dem Server aufgenommen werden. Der gegnerische Verkehr. Für den müsstest du erstmal eine halbe Stunde fahren. Du lässt die doch immer liefern. Andererseits bräuchte dann der Lieferdienst eine halbe Stunde, bis er bei dir ist. War ja auch doof. Ich mag den Tieflader irgendwie. Der ist schön gestaltet. Aber warum man das jetzt mit so einem großen Traram ausstattet, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich habe schon breitere Sachen alleine gefahren. Döner liefert keiner. Okay. Interessant. Bei uns in der Region ist es nämlich gefühlt so, dass Döner das Hauptumsatzprodukt sämtlicher Lieferdienste hier ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir anders ist, aber es überrascht mich, ja. Ich bin überrascht, das gebe ich zu. Vor allem um die Zeit. Ich glaube, bei unserem Pizzamann, aus dem Nachbarort, ich glaube, da ist jetzt so Hochbetrieb um die Zeit. Da rufen relativ viele zwischen 22 und 0 Uhr an. Der hat, na gut, sonntagsabends wahrscheinlich nicht, aber samstagsabends, also Freitag, Samstagabend hat der alle Hände voll zu tun um diese Uhrzeit, ja. Das kenne ich. Das stimmt. Ja, bei Manu zum Beispiel tun die Lieferdienste das.
Die liefern da noch bis um die jetzige Zeit, die da wäre 23:05 Uhr. Um es mit Uhrzeit zu datieren. Das Begleitfahrzeug drängt die Polizei weg. Saugeil. Lieferdienst, der lieferte das für mindestens 55 Euro. Das ist eine Frechheit. Sag mal, ohne Witz, das ist doch wirklich eine Frechheit. Was fährst du jetzt so langsam, ey? Hättest du Bock, vielleicht eine 50 zu fahren? Werter Kollege im Begleitfahrzeug, Bei euch liefern sie bis 1 in der Früh ohne Mindestbestellwert. Na gut, vielleicht scheint in Stefans Region weniger los zu sein. Lebst halt in der Pampa. Aber dafür in einer sehr idyllischen Gegend, wie ich gehört habe. Oh, ich bin zu schnell. Aber ich finde tatsächlich, die Begleitfahrzeuge sind eigentlich recht gut gemacht. Die verhalten sich schon, die verhalten sich seriös. Würde sich der restliche Verkehr noch mal so verhalten wie diese Begleitfahrzeuge? Die passen auf, die räumen dir die Straße frei. Das, was man von Begleitfahrzeugen erwarten würde. Oder auch erwarten kann, meiner Meinung nach. Weil dafür sind es Begleitfahrzeuge. Dafür habe ich da vor mir eins rumschleichen. Und hinter mir auch. Da hinten. Das sichert den Verkehr nach hinten. Ich muss zurück in die Cockpit-Ansicht. Weil in der Kurve ist das Kacke von außen. Machen wir mal Licht an. Oben. 15:21 Uhr Spielzeit. Jetzt weiß ich, warum wir für diese verdammte Strecke 4,5 Stunden brauchen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h geht das nicht schneller. Sinnlogischerweise. Das steht fest. Aber man wird hier so entschleunigt, das ist bemerkenswert. Weg mit dir, Bus. Fahr gefälligst auf die Seite.
Machen wir nochmal eine Außenfahrszene. Die Puschen sind gar nicht so breit. Aber auf jeden Fall interessant verladen. Das steht fest. Er winkt mich weiter, der Mitarbeiter. Habt ihr das gesehen? Hast du so, yo, fahr weiter, fahr weiter. Wir schießen den Verkehr für dich ab. Das musst du nicht machen. Das kannst du die Begleitfahrzeuge machen lassen. Die haben da auch Spaß dran. Geil. Das steht fest. Aber jetzt gleich wird's interessant. Machen wir das Meldungsfenster auf. Okay, es kommt überhaupt keine Meldung. Interessant. Ich dachte, es kommt zu irgendwas so zum Thema so, wir räumen hier die Straße frei, fahr weiter und so. Aber es passt ja alles. Es ist schön entspannt, dass ich schön locker easy im 11. Gang fahren kann. Finde ich gut. Ich gucke jetzt auch nicht, wie lange wir noch fahren, weil es ist im Prinzip egal. Ich fahre und das ist gut so. Vor mir fährt ein Auto mit rot-weißen Streifen auf dem Kofferraum. Deckel. Es blinkt vor sich hin, fröhlich, genauso wie ich. Fährt Autos an die Seite, die aus dem gegnerischen Verkehr kommen. Ich benutze dieses Wort jetzt nur noch, das ist toll. Also die Bezeichnung gefällt mir. Gegnerischer Verkehr. Ach ja. Der Overwatch-Einfluss nimmt überhand. Aber macht ja nichts. Haben wir ja schon bei meinem großen Schwertransporter gesehen, der mit der Overwatch Anniversary Lackierung unterwegs ist. Zwar die von letztem Jahr, aber immerhin eine. Und unter dem Video hatte sich The Black Yuri zu Wort gemeldet. Also unter der Bedingung, dass er, also mit diesem LKW wäre er bereit, ETS 2 zu spielen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also das wären ideale Voraussetzungen für ihn. Mich würde es freuen, wenn ich noch jemanden mehr für ETS 2 begeistern könnte. Weil es ist wirklich ein unfassbar großartiges Spiel, das ich definitiv nur empfehlen kann. Jedem. Und ich denke, die, die das spielen, die können mir das bestätigen.
Es ist ohne Scheiß, ist das ist eine sehr angenehme Strecke, auf dem Schwertransport zu fahren. Oh, fahren wir diesmal auf dem Firmengelände und machen da mal Schluss. Was? Die Fracht ist zwischen den Begleitfahrzeugen zu halten. Fährst du jetzt da rein, oder was? Okay. Nee, du lässt mir den Vortritt. Spektakuläre Einfahrt. Ich mag das DLC, das ist cool. Das hat sich gelohnt. Perfekt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Je größer, desto besser. Und... Nee, nicht ganz Level up, aber... Egal. So. Fest steht, das war jetzt definitiv die letzte Tour für heute. Wir haben jetzt vier... Nee, drei. Drei haben wir jetzt gefahren. Und ich denke, das reicht. Jetzt fahren wir noch schön zur Werkstatt, setzen wir noch einen Speicherpunkt. Dann beenden wir die Folge. Alter. Was bist denn du für ein Affe? Der kann ja mal sowas von kein Auto fahren. Müssen wir denn hier nicht für, sondern da rechts? Ich verstehe den Sinn dieser Sitzbank hier immer noch nicht. Naja, gut. Noch einmal Geld ausgeben. Gehört ja dazu. Nee, komm, da kommen wir so rein in einem Zug. Das Licht aus, Gang aus, Motor aus. Und einmal schlafen. Ich schwöre, wir sind in. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo wir sind. Nein. Da. Bailey-Stock. Okay. Bialystok. Damit darf ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung. Und schaut auch auf meinem Discord-Server vorbei
würde mich sehr freuen. Und schaut bei den Leuten vorbei, die ich euch sonst noch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das sind die Herrschaften, mit denen ich so zusammenarbeite und die mich so unterstützen, auf die ich sehr stolz bin und froh bin, dass ich mit denen zusammenarbeiten kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.